Was geht ab, meine OZ-Fighter Hoseri, und heute in einem weiteren Showcase. Diesmal wird es, sage ich mal, visuell cool, denn wir werden heute uns die Rotation ansehen mit dem Transforming Vegeta und dem Transforming Goku. Und wenn beide schon da in, sag ich mal, im Deckslot da sind und dann später auch noch in der Rotation, das sieht jetzt schon übel cool aus, finde ich. Ja, die beiden Charaktere an sich sehen sich ja sehr ähnlich eigentlich so, beziehungsweise auch von der Mechanik her. Und der Hintergrund von denen ist auch gleich. Deswegen, das sieht jetzt schon mal wirklich, heute wird es fürs Auge was geben, Freunde. Das sieht jetzt schon mal sehr cool aus und werden auch sehen, dass sie gleich sehen, dass sie in einer Rotation auch wirklich sehr gut funktionieren. Das Ganze ermöglichen wir uns in einem Team mit Broly als Leader, denn hier bekommen sie den Full Power Boost, dementsprechend kriegen sie Ki Plus 3 auf den Angriff 170%, auf HP und Verteidigung 130%, und die beiden werden wir auf jeden Fall versuchen in der Rotation zu halten. Broly das mit Evo Vegeta, dann haben wir zwei Supporter am Start, Freunde. Der Super Vegeta gibt AGL, Strength und physisch charakterieren sollte das sein, richtig, Ki Plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 25%, und Metal Cooler gibt jedem auf den Angriff 30%, aber nur Extreme Class Key plus 2, da verzichten wir quasi auf die Key. Ansonsten haben wir uns Vegeta in letzter Zeit wirklich sehr oft angesehen. Detailreich, sage ich mal, lass uns mal das Ganze um Goku wiederholen. Wie sieht es denn mit den Knaben hier aus? Nun, zum einen, Super Class gibt der Key plus 3 HP, Attack und Death 120%. Er macht mit seiner Super Attack immense Damage und erhöht seinen Angriff und die Verteidigung jedes Mal, wenn er den Super Attack startet, und das bis zur vorletzten Form, also bevor er zu Goku Blue wird. Passive ist folgendermaßen an der Stelle von dem Boy: auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80%, hat am Anfang eine Damage Reduction von 21%, das erhöht sich dann auch, und das geht dann quasi bis zur letzten Stufe folgendermaßen hoch, aber er verliert dann quasi seine Verteidigung, also Angriff baut er auf, Verteidigung wird runtergehen, und in der letzten Stufe hat er dann 120% Angriff, Damage Reduction von 25%, einmalig bekommt er Ki plus 12 und crittet einmalig, definitiv bzw. garantiert. Mit der Super Attack macht er immense Damage und hat eine great Chance, den Gegner zu stunnen, Freunde. Die Sache mit Goku ist, wie ich oft gesagt habe bzw. bemängelt habe, seine Linkskills. Also anfangs hat er ordentliche Linkskills, sage ich mal, wir haben Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan, das sind halt die Standard Linkskills, die so jeder Charakter, jeder Saiyan hat oder viele Charaktere in seinen Teams haben. Dann hat er All in the Family, Golden Warrior, Experience Fighters. Experience Fighters finde ich auch sehr cool, sind 10% auf den Angriff. Kamehameha hat der Logo als, sage ich mal, Classic Goku Linkskill, oder weil auch natürlich die Kamehameha als Super Attack hat. Was ich so ein bisschen schade finde und unnötig ist, All in the Family auf die Verteidigung 15%, aber wo das Problem dann halt anfängt ist, er verliert relativ früh Prepared for Battle, nämlich schon ab der dritten Transformation, und da hat er kein Prepared for Battle mehr, er bekommt Over the Flash. Warum ist das ein Problem? Weil mit dem Partner, mit dem man ihn hält, wenn der nicht beides hat, also nicht Prepare for Battle und Over the Flash oder Prepare for Battle und Shocking Speed und oder, dann wird es halt schwierig. Dann linken sie sich in Sachen Ki nicht so gut. Denn nach dieser Transformation, nach dem Super Saiyan 3, kommt Prepare for Battle nicht zurück, sondern wir haben dann Shocking Speed. An der Stelle, Godly Power Warrior Gods kommen noch hinzu. Aber dann hat er quasi noch diese Links, Shocking Speed und Over the Flash bis zu Goku Blue Form. Und da ist halt das Problem. Er verliert recht früh Prepared for Battle, und deswegen braucht man Partner, oder kann man mit ihm, oder sollte man ihn mit Partnern spielen, die entweder oder haben, also entweder Prepare for Battle und Over the Flash oder Prepare for Battle und Shocking Speed. Und da ist das Problem, davon gibt es halt wenige. Da gibt es nicht so viele spontan, wie welche einfangen. Ist auf jeden Fall sehr gut, Super Saiyan 3 Bardock. Er hätte noch am Anfang Experience Fighters mit ihm mit Prepare for Battle, Over the Flash hat Super Saiyan 3 Bardock. Super Gogeta gehört ebenso dazu, der Int. An sich jeder Super Gogeta, Super Saiyan Gogeta, aber auch der SSJ 4 Gogeta, der hat dann an der Stelle Over the Flash, Shocking Speed oder Super Saiyan 4. Goku hält auch Prepare for Battle, Shocking Speed oder Full Power Goku ebenso. Wenn ihr andere Charaktere habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, Freunde. Die sind einfach nur so spontan eingefahren, aber es gibt halt nicht so viele, sag ich mal. Und da ist das halt das Problem mit Goku, finde ich. Ja, die Linkskills, der verliert die relativ früh, weil im Durchschnitt sieht man diese Charaktere von Transformation 1 bis 3 sehen. Und da bei der dritten, ja, das ist dann ein bisschen schwierig, Freunde. Das merkt man, wenn ihr oft mit Goku gespielt habt, dann werdet ihr das merken. Wenn ihr quasi keinen Charakter habt oder keinen Partner habt, der beides hat von den Key-Linkskills her, dann merkt ihr schon, okay, es könnte ein wenig problematisch werden. Aber jetzt bin ich dennoch drauf gespannt, wie machen sich beide Transforming-Charaktere in einem Team. Deswegen spielen wir mal sofort in ein Dokkan-Event. Alles klar, und am besten lässt sich sowas zeigen bei dem Dokkan-Event von Buu, sage ich mal, beziehungsweise Buhan, Super Buu. Und wir haben auch beide sofort in einer Rotation, war natürlich so gewollt von mir. Und jetzt gucken wir mal, was die beiden am Start haben, denn wir wissen ja, Super Buu ist an der Stelle sehr tanky. Hätte ich jetzt mit Vegeta in die Mitte gestellt, hätte er Prodigies noch am Start, aber ich wollte die ganzen
Ich wollte die ganzen Orbs mitnehmen. Aber nicht stimmt, jetzt, das wird so geil anziehen. Guck mal jetzt, wie geil das schon aussieht. Stehen jetzt so gegenüber, beziehungsweise Rücken an Rücken. Und dann werden sich auch noch jede Runde gleichzeitig transformieren. Und jetzt können wir auch gut sehen, quasi, wie beide so an sich so. Haben wir Vergleich von beiden hier an der Stelle, sag ich mal. Beide haben selbe Linkskills. 1,41 kommt der Prepare for Battle Super Saiyan 4 Battle ist hier getriggert. Und Golden Warrior, okay. Und 1,1 unser Goku. Auch an sich Goku, also wirklich, ich will Goku nicht schlecht reden. Ist auch sehr gute Charaktere. Goku und Freeza auch. Also die ersten Transforming-Charaktere, die sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die sind echt gut, vor allem weil sie Damage Reduction aufbauen und so. Also Goku hat mir auch in Super Battle und so Battlefield wirklich gut geholfen, sag ich mal. Der ist wirklich gut. Freeza genauso. Und Freeza gebe ich da eben den Vorteil und setze ihn eher auf eine Stufe mit Vegeta wegen den Link-Skills. Den kann man in viel facettenreicher spielen. Bei Goku musst du halt aufpassen, ja okay, da brauche ich auch den und den Partner, da muss ich der und der Link-Skill schon mit am Start sein. Das werden wir gleich merken, Freunde. Aber wie gesagt, beide Charaktere sind wirklich gute Charaktere. Dementsprechend, das werden wir das Ganze dann auch gleich sehen. Und ja, in dem Event hier von unserem Boy Buhan, da, Buhan ist halt so tanky, das ist egal. Da mussten die Runden ablaufen und Transforming-Charaktere kann man hier wirklich sehr gut zeigen und sie werden auch ihre letzte Transformation bekommen und darauf bin ich wirklich gespannt. Also, Super Saiyan und die zweite Transformation wird sehr gut laufen, Super Vegeta und Super Saiyan 2 für unseren Boy Goku. Danach wird es problematisch. Danach wird es problematisch, weil Vegeta behält Prepare for Battle, Goku verliert es. Ab Gott, in der Gottstufe werden sich sehr gut linken. Da haben dann beide obere Flash, Godly Power, Warrior Gods und. Oh. Wie viel Leben haben wir? Nicht, dass wir jetzt raus sind. Nee, oder? Okay, das haben wir noch gerade noch so überlebt. Und danach wird es dann wieder problematisch, sechs Linkskills, weil dann... Das sieht so geil aus, meine Schaut. Ja, der sieht komisch aus, so wie geht, aber BAM! Beide haben denselben Hintergrund. Das sieht so geil aus, wenn sich beide in einer Rotation transformieren. Aber in der letzten Stufe dann linken sie sich auch mit kein Key, weil Vegeta hat nur Prepare for Battle, Goku Open Flash, Shocking Speed. Beziehungsweise auch Vegeta Real Lineage, aber das, ja, das hat halt Goku nicht. Aber die Sache ist dann, sie haben ja beide einmalig quasi ihre All-Out Passive, also Vegeta kommt dann easy an Ki, Goku auch und dann linken sich dann auch gut. Und dann sollten beide aber den Gegner runterbekommen, weil wenn nicht, dann sind die, sag ich mal, die Runden danach ein bisschen problematisch, weil sie sich nicht so gut linken. Aber es geht hier wirklich mir primär auch, um mal zu sehen, wie beide denn, 1,39, wie beide denn zusammen hier miteinander agieren. Und es sieht einfach visuell geil aus, findet ihr nicht, Freunde? Beide transformieren sich in derselben Mutation. Ich finde das schon geil. Beide haben denselben Hintergrund. Jetzt bin ich echt drauf gespannt, ne? Wenn jetzt so quasi ein weiterer Villain-Transforming-Charakter kommt, wie wird der sein? Und hatte dann auch denselben Hintergrund wie Freezy. Ich denke schon, aber wer könnte es sein? Könnt mich gerne wissen lassen. Viele wünschen sich ja Transforming Cell. Transforming Cell kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Allein von den Stufen her würde es gehen. Ja, wir hätten ja Cell erste Form, dann Imperfect Cell, also Cell zweite Form, Perfect Cell. Ah, also Perfect Cell nicht, dann Cell Perfect Form, Perfect Cell. Seht ihr, aber da wird es schon ein bisschen schwierig. Diese Charaktere brauchen 5 Transformationen, wenn man denen gerecht bleiben will. Da wird es halt schon schwierig. Wahrscheinlich haben auch schon viele von euch so einen Reddit-Post gesehen, da wo jemand eine Spekulation hatte. Reddit kann ich auf jeden Fall empfehlen, Dokkan Reddit, Freunde. Da wird gerne so, da gibt es gute Beiträge, sag ich mal, zu Dokkan Battle. Aber ihr sollt auf jeden Fall wissen, und wissen, was ihr da liest, ja, und nicht irgendwie was Falsches verbreiten oder so, sondern auch das nehmen, was dort steht. Was meine ich damit? Weil letztens, bevor das Saiyan Day Banner online kam, haben viele auf Reddit ihre Spekulationen gepostet, die Banner und so, und auf diversen anderen Seiten wurde das falsch dargestellt. Das wurde so dargestellt, als wäre es garantiert, als wäre der Inhalt von Banner garantiert so und so, wegen dem Post von Reddit, obwohl man zum einen ganz klar gesehen hat, dass es selbst gemacht war und zum anderen statt dick und fett dran, dass es eine Spekulation ist. Jedenfalls, da habe ich auch gesehen, hat jemand so eine Spekulation gemacht wegen den Prime Battle Charakteren. Ja, Cell, Freeza und Goku gibt es ja Prime Battle und die haben alle Transforming Charakter bekommen und jetzt hat jemand gedacht, wird es auch noch ein quasi Ding geben. Und dann wurde quasi Freeza und Goku noch zu LRGF und dann war die Frage, wird es dann noch von Trunks eingeben? Schwierig. Ich meine, ich denke, man wird dann quasi der Transformationsmechanik von den Transformer-Charakteren gerecht bleiben und Trunks hat halt nicht so viele Transformationen, die man involvieren könnte oder die man nutzen könnte. Also er würde anfangen in Super Saiyan, gehe ich stark davon aus, würde dann Buff Trunks, sage ich mal, das ist auch mehr oder weniger, kam im Anime vor, würde zu Buff Trunks gehen, dann zu Super Saiyan 2 und dann ist es problematisch. Nimmt man Super Saiyan 3 aus Heroes? Ich glaube nicht, weil es aus Heroes ist.
man könnte die Rage-Form nehmen gegen Zamasu, aber das Problem ist, diese Rage-Form hat in Dokkan keinen separaten Namen, denn es heißt, diese Form heißt auch Super Saiyan Trunks. Also da merkt ihr schon, das sind dann nur quasi drei. Bei Buu könnte ich es mir vorstellen, Buu würde gehen, Buu ist ja crazy und hat viele Transformationen. Cell und Trunks, da muss man irgendwie sneaky was reinschieben, so wie man Super Vegeta reingeschoben hat. Ey, guck mal jetzt. Aber, ja, bei Trunks und Cell ist das ein bisschen problematisch. Man kann ja keine neue Form erfinden, es sei denn, man gibt dieser Rage Trunks eine eigenen Namen. Aber selbst dann würde noch eine Form fehlen, wenn man eben diese 5 Transformationssteps gerecht, also wenn man dem gerecht bleiben will. Naja, einfach nur so mal, heute reden wir über die Transforming-Charaktere und hier seht ihr ja schon, das ist halt problematisch jetzt hier, merkt ihr? Da fehlt's an Ki. So geil das auch aussieht, da fehlt's halt leider an Ki. Und wenn man quasi vom Feld keine Ki bekommt, ich habe jetzt auch keine Ki-Item mitgenommen, ich will einfach nur wirklich sehen, wie sie so natürlich miteinander agieren, sage ich mal. Gucken wir mal auch, was sie tanken. Ja, okay, natürlich hätte man gewisse ein, zwei andere Supporter am Start, hätte ich jetzt Thales, AGL Thales. Ja. Der würde dann dafür sorgen, dass sie ihre Super-Attack bekommen. Oder er schafft eine Additional Attack. Sehr schön, Goku. Oder er startet einen Additional Attack, aber ich habe halt leider AGL Thales nicht. Jetzt aber, wo ich an Thales denke, hätte ich auch in Thales mitgenommen. Der hätte wenigstens Ki gegeben. Metal Cooler gibt ja nur einen Angriffboost. Aber ja, nicht schlimm, Freunde. Ich hoffe, das passt so. Was dann gleich geiler wird, ist die Godform und dann die Blueform. Also die sehen dann richtig geil aus und die funktionieren auch. Vor allem die Godform. Wenn ich dann Stopp machen könnte bei Gott Goku und Gott Vegeta, dann würde ich das machen, weil die zwei sehen zusammen wirklich geil aus und die zwei synergieren auch wirklich sehr, sehr gut. Sie haben, wie gesagt, dann Over eine Flash am Start, Fierce Battle, Godly Power, Warrior Gods, Super Saiyan. Das ist dann wirklich gut. Und haben sie noch was am Start? Glaube nicht, weil Vegeta hat dann noch Royal Lineage und Prodigies. Nee, das hat Goku nicht. Genau, und dann, ja, aber ihr merkt schon, es sieht cool aus, ne? Evo ist auch am Start hier an der Stelle. My boy Evo, wie geht's da? Linkt sich mit Broly sehr gut, Mann. Prepare for Battle, Super Saiyan, Prodigies und Fierce Battle. Nur her damit, sage ich auf jeden Fall dazu nur. Aber jetzt, danach bin ich gespannt, Freunde. Danach bin ich gespannt und dann natürlich auf der allerletzten Stufe, wie das Ganze gleich eskalieren wird. Und ja, Boo macht einfach mit, der bekommt den Schaden. Der sagt, ja, easy, tank nicht alles weg. Ja, das Event von Boo dauert halt einfach nur lang, um ehrlich zu sein. Natürlich muss man aufpassen, dass man überlebt. Ja, er macht auch gut Schaden, er hielt sich hoch und so. Aber im Endeffekt dauert das Event halt wirklich einfach nur lang. Mehr auch nicht. Bis man mal so richtig Schaden machen kann. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder im Endeffekt dann wirklich im Endeffekt gefällt, dann könnt ihr dem Ganzen gerne auf jeden Fall ein Like geben. Und falls ihr neu seid, könnt ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben, Freunde. Jede Unterstützung zählt und auf jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Und jetzt schaut euch das an. Das sieht richtig cool aus. Ich finde an sich die Godform, die sieht geil aus und speziell an, ich weiß warum, aber guckt euch, die Godform steht Vegeta so, ich weiß warum, aber ich feiere diese Godform an Vegeta so derbe. Und jetzt, guck mal, jetzt fängt's an, meine Freunde, jetzt linken sie sich hier links und rechts, so Reino, zudem noch, nein, nein, das ist nicht dein Ernst. Aber guck, da merkt man, da hat Prepare for Battle, weil der bekommt von Broly nichts. Das ist gerade nicht dein Ernst. Ich wollte ihn absichtlich in der Mitte lassen, wegen Broly, dass er noch Prodigies bekommt. Vegeta, du hast jetzt versaut, ganz ehrlich. Das hätte so geil aussehen können. Du hast es gerade tatsächlich versaut, dass du da nicht auf deine Super-Attack gekommen bist. Das ist jetzt schade. Das ist übel schade. Das ist shit. Oh man, das hat. Das ist Müll! Legit Müll. Legit, ey, das fand ich jetzt übertrieben schade, um ehrlich zu sein. Vegeta, wieso hast du das gemacht? Und der verrät jetzt auch noch den Angriff von Vegeta. Ja, Vegeta, du hast hier gerade fett auf die Schnuppe bekommen, das sage ich dir. Passiert, passiert. Dafür hat es Goku am besten gemacht in der Rotation. Ey, aber... Schade, aber merkt ihr das. Deswegen schwöre ich... Oh, was? Wir sind vielleicht eventuell down. Deswegen schwöre ich so sehr auf den Linksit Prepare for Battle, weil das haben die meisten Hero-Charaktere. Wirklich die meisten. Broly hat Prepare for Battle und Shocking Speed dann an der Stelle. Ich hätte auch Goku nicht mitstellen können. Ja, ich hätte legit auch Goku nicht mitstellen können, aber ich wollte Prodigies doch mitnehmen und dann... Ja, du kann ich mitgespielt. War ein bisschen dumm von mir auch. Nehme ich auf mich zu. Aber schade. Schade. Es ist echt schade. Naja, danach wird es dann hoffentlich eskalieren in der Runde drauf, wenn beide in Blueform gehen. Aber das fand ich gerade halt wirklich richtig schade, um ehrlich zu sein. Ich hätte es mir echt gewünscht, das zu sehen. Also wie beide Super Attack. Also offscreen habe ich das nicht gesehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass ich euch zeigen könnte. Aber ich hoffe,
Ja, der ein oder andere kann das verstehen. Ich will jetzt auch nicht wieder neu aufnehmen oder so. Ich will es so lassen, wie es ist, weil im Endeffekt kann es auch, ist es auch realistisch, dass es dazu kommt. Ne? Nicht immer ist man dazu in der Lage, eine Superattack zu starten. Aber da ist halt dann das, da ist halt dann die Sache. Ne? Deswegen lege ich so Wert drauf, ob, wenn ich meinen Teams baue, dass die Synergie so stimmen, sodass sie immer Superattacken können. Ne? In meisten der Fällen. Und in dem Fall ist es jetzt, sage ich mal, nur visuell. Man kann beide spielen, aber ihr seht, sie haben auch ihre Nachteile. Sie haben nicht nur ihre Vorteile. Diese Transformation, wenn sie dann immer Step by Step hochgehen, beziehungsweise wenn man Vegeta und Goku zusammenspielen will. Ja, dementsprechend denke ich, passt auf jeden Fall. Ja, da haben wir auf jeden Fall die Vorteile und Nachteile gesehen. Aber jetzt kommt ein Riesenvorteil. Die Blue-Transformation. Die ist auch richtig geil. Boah, wie krank Goku in die Blue-Form geht. Das ist geil. Vegeta hinterher jetzt. Ey, die haben das so cool gemacht, um ehrlich zu sein. Es ist simpel. Ich finde, es ist simpel, aber es ist richtig cool. Ey, wie mad der ist. Der ist böse, dass er vorhin die 12 Ki nicht bekommen hat. Und wir haben Support am Start. Sehr schön. Und. Genau das. Guck, Freunde. Jetzt müssen wir. Oh, der ist down. Ne, ich habe jetzt ab. Warte mal. Ich will keinen Loka-Mode. Ich habe jetzt absichtlich erstmal Vegeta angreifen lassen. Sein Angriff wurde gesenkt. Er hat Typennachteil. Heißt, vielleicht überlebt das Buu. Ich hoffe es. Dann können wir noch Goku Super Attack sehen. Ich, bitte überlebt Buu. Bitte. Du hast Typenvorteil. Vegeta macht langsam, Stolper oder so, perfekt. Und jetzt mit Goku mit seinem Crit, das ist doch cool, er haut den hier zur Seite, Freunde. Komm, wie geil das aussieht. Also die Rotation ist auch, das ist visuell einfach geil anzusehen. Wenn man diese Rotation dann erreicht, dann hauen die halt zusammen alles weg, Freunde. Ich hoffe dementsprechend, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns das nächste Mal, macht's gut, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.